Hallo Welt. Ja, da sind wir wieder. Immer noch auf Gorgon und wir suchen Schlüsselkarten, denke ich doch. Oder einen Weg, irgendwelche Türen zu öffnen, damit wir da endlich reinkommen. Wir kommen gar nicht weiter. Ja, hier kommen wir auch nirgends durch. Das ist ein... das ist schade, das ist ja ein Ding. Schwere Munition, wollte jemand runterspülen? Schlüssel zum Wartungsraum. Ja, wir finden irgendwie gar keine Schlüssel. Verschlossene Türen finden wir massig, aber keine Schlüssel. Schlüssel. Get what you pay for with Space Restores guards too. Be ready for anything. Ach Quatsch, hier ist doch nichts Gefährliches. Die ruhen sich nur aus. Keine Türen, nur verschlossene Türen, keine Schlüssel finden wir. Die könnte mal wieder jemand waschen. Waren vielleicht auf dem Weg in die Wäscherei hier die Sachen? Oh. Da hängen sie rum. Ich frage mich immer noch, wie die überhaupt hier reingekommen sind. Da muss doch irgendwo ein Hintertürchen oder so etwas sein. Also die Waffe war ja wohl nichts, oder? Ich fand die jetzt nicht so berauschend. Oh, Moment, kaufen? Die Waffe war diese Waffe? Ach, die haben wir jetzt ausgerüstet. Die können wir jetzt nicht mehr verkaufen. Eine Axt. Rissiger Exo-Anzug, den behalten wir, glaube ich. So etwas hatten wir noch nicht. Ja, wir müssen mal was anderes ausprobieren. Ja. Halt, ich muss nachladen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Oh, Adlerauge Sturmgewehr 2. Ah, das haben wir auch in Benutzung, gerne.
Erstmal einsammeln alles. Also, Büro für kreative Inkubation, eine Anlage von Spacers, Joyce und die beste Idee seit Pre-Sliced Bread. Abteilung für Kreativrausch. Terminalzugang, Anweisungen. Rauschprozedur und Protokoll verpflichtend nach BKI-Zerebralkomitee. Fühlst du dich nach einem langen Tag voller kreativer Inkubation lethargisch? Wird es schwer, den Vogel der Inspiration zu fangen? Spacers Joyce verschafft dir eine ruhige Hand. Eine Auswahl von Alkoholiker mit Firmengenehmigung sind frei verfügbar. Alle Getränke werden vom Gehalt abgezogen. Behandle deine kreative Lähmung mit Spacers Joyce Zero G Brew. Spacers Joyce Zero G Brew. Werbeslogan hier. Ah, wir dürfen hacken und den letzten Eintrag öffnen. Besuchsprotokolle. Erstens Campus Lavinia. Schwierigkeiten, sich für eine Schriftart für den Abteilungsbriefkopf zu entscheiden. Bestellung 10G Brew. Zweitens Wyatt. Louis hat heute 12 gute Wörter geschrieben, kann sich aber nicht für eine Reihenfolge entscheiden. Bestellung 30 Brew G Brew. Drittens North Deacon brainstormt Ideen für eine neue Saltuna Geschmacksrichtung. Bestellung 10 G Brew. Viertens Campos Lavinia nochmal. Weiter Probleme mit der Schriftart. Bestellung 30G Brew. Na, die waren ja kreativ. Wo ist denn Zero? Ach, wir haben schon alle sein gesammelt. Die Waffe ist jetzt aber auch nicht der Hammer, oder? Genau. Mach die Nyoka, Nyoka. Waren das alle?
Also ich bin der Meinung, die müssen irgendwie hier hereingekommen sein. Und wir hatten solche Probleme, alleine diesen Ort schon zu finden. Das war ja schon eine Herausforderung. Ein Raumschiffmodell. Immer noch Büro für kreative Inkubation hier oben auch. Eine Anlage von Spacer's Choice, die beste Idee seit Pre-Sliced Bread. Auditorium, Terminalzugang, Sicherheitsanweisung, Hinweis. Auf Anforderung von Lawrence Goodfellow muss der Projektionsraum des Auditoriums bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Anfragen von Auditoren vor Ort ist mit der folgenden freigegebenen Nachricht zu antworten. Mr. Goodfellow freut sich, mitteilen zu lassen, dass der Projektionsraum in Vorbereitung auf die große Präsentation des Quartalberichts aufgerüstet wird. Wir bedanken uns für die Geduld. Geh bitte in der Zwischenzeit zum Rezeptionsbereich zurück und genieße ein Zero-G-Brew auf unsere Kosten. Dann gibt es Memos, Auditorium, Memo-Archiv, bitte eine Option wählen, ja, Auditorium. Betreff über Auditoren, liebe Mitarbeiter und oder liebe Mitarbeiterin. Wenn du dieses Memo liest, wurdest du als Concierge dieses Auditoriums zugewiesen. Bitte präge dir die folgende Nachricht wortgetreu ein, damit du sie Auditoren auf der Bürobesichtigung vorsprechen kannst. Was ist ein Auditorium? Das Definitionshandbuch von Spacer's Choice erklärt ein Auditorium als Arbeitsplatz für Auditoren. Hier könnt ihr die bekannten Annehmlichkeiten zum kleinen Preis genießen, die Spacer's Choice zur führenden Marke in günstiger Unterhaltung machen. Entspannt euch in unserem beinahe Liegesitzen, genießt eine laukühle Flasche Zero-G-Brew und entspannt euch während dieser Sonderpräsentation des Quartalsberichts von Project Gorgon, präsentiert vom Büro für kreative Inkubation. Kein Quartalsbericht? Betreff kein Quartalsbericht an alle. Ich rede mal Tacheles. Weil ich möchte, dass ihr alle begreift, wie ernst die Lage ist. Jemand oder mehrere Jemande hat unsere Quartalsberichte sabotiert. Sie sind alle weg. Unwiederbringlich beschädigt. Das Zerebralkomitee steckt gerade die Köpfe zusammen, um sich eine Lösung auszudenken. Wir hoffen, wir finden vor der Ankunft der Auditoren eine. In der Zwischenzeit sind das folgende meine Anweisungen an alle. Erstens, redet unter keinen Umständen außerhalb unseres Büros von der Sabotage. Zweitens, wir müssen die Formulierung abmildern. Studien zeigen, dass die wiederholte Verwendung des Worts Sabotage Menschen mit mangelhaftem Charakter zu Sabotageakten bewegen kann. Darauf lasse ich es nicht ankommen. Ihr müsst also einen alternativen Begriff für die Sabotage finden. Sowas wie der Vorfall, aber nicht so offensichtlich. Lawrence Goodfellow Management. Es gibt eine Antwort auf den kein Quartalsbericht schrieb. Betreff kein Quartals Antwort auf kein Quartalsbericht.
Wir haben eure Vorschläge gesichtet. Nach intensiver Beratung hat das Zerebralkomitee einstimmig beschlossen, dass die Sabotage in Zukunft als der Vorfall bezeichnet wird. Sehr kreativ. Ja, immer noch keine Schlüsselkarte, um in die anderen Bereiche zu kommen. Was ist denn hier los? Liebe Anwesenden, liebe Anwesendinnen. Nee, Quatsch. Licht. Hier hat jemand geschlafen, der war aber nicht sehr groß. Hat er ein Quietscheentchen da? Oh, cool. Oh, die Maus. Oh, cool. Ja, doch, der hatte eine normale Größe vielleicht. Das muss doch auf Thumbnail hier. Das Quietscheentchen. Von Cleo. Auntie Cleo. Ah, vielleicht. Ach, Zelte haben sie hier schon aufgeschlagen. Hier waren aber ganz schön viele. So viele waren noch gar nicht hier. Ah, ein paar sind vielleicht irgendwie rausgegangen, aber wie? Da hat sich jemand unter die Bank gelegt. Oh, hier auch. Naja. Also nicht unter die Bank, aber auch irgendwie reingelegt. Aha. Ah, der hatte seinen ganz eigenen Bereich hier. Gehen wir da durch? Oder hier durch? Nee, wir gehen hier durch. Links. Ach, guck an! Wir haben unser erstes Ding-Ding gefunden. Oh Mann, was für eine Suche! Tragbare Phonographie. About your test subjects. I assume you're trying new formulations on humans, correct? Where did they come from, Dr. Ambrose? They come from Tartarus, don't they? They do. Why the reluctance? Providing life-affirming employment to the indigent, the criminally indigent? Well, that's a social good, don't you agree? I have a staff meeting to attend. Excuse me. Ja. Endlich. Spacers Joyce also. Welch Wunder. Stufe 26? Das Ding ist doch besser als unser Ding. Ach, den Flammenwerfer wollten wir ja schon längst mal ausprobiert haben.
Genau, und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.